Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den Mund der Ruf der Eulen schallt. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Was willst du ja? Ja, das kann man wohl so sagen. Ich habe hier gerade einige Köpfe rollen lassen. Stehen bleiben. Mann, sieht das schön aus. Wo ist Plötze? Meister Hexer, hättest du einen Moment Zeit, bitte? Nicht stehen bleiben. Wer? Du da? Unser Held. Durchlauchtigster Hexer. Der Schlechter von Philibert Vierfinger von Wittern. Heroisch. Mein Respekt und Dank sind dir sicher, für immer und ewig. Er hat die Ruinen monatelang durchwühlt. Hört. Seine Hanse. Wen sie gefangen genommen haben, dem tut es leid, dass er nicht im Kampf gestorben ist. Er hat sich da eine hübsche Truppe aufgebaut. Abschaum aus aller Welt. Banditen, Verbrecher, werden von ihm angezogen wie Fliegen von der Scheiße. Gut, dass du sie erledigt hast. Dafür danke ich dir. Bei mir kriegst du in Zukunft nur die besten Preise. Ah ja. Das habe ich schon öfters gehört. Was? Die Hanse war anscheinend auf eine lange Belagerung vorbereitet. Oh ja, diese Ratten haben sich ein hübsches Nest gebaut. Ein paar Ritter haben sie angegriffen, aber an den Ruinen haben sie sich die Zähne ausgebissen. Kein Wunder. Von Wittern hat sie in eine Festung verwandelt. Mit nichts weniger als einer Balliste im Innenhof. Tja. Diese Maschine war wohl gegen die geflügelten Echsen gedacht. Von denen wimmelt es in diesen Hügeln. Darum behalte stets den Himmel im Auge, Hexer. Was? Eine Ballista? Wo hab ich denn? Hab ich gesehen? Hab ich gar nicht gesehen. Deine Waren. Darf ich sie mir mal ansehen? Mhm. So. Ich glaube, wir müssen hier mal ordentlich ausmisten. Uiuiuiui. Okay, fangen wir mal an. Was? Meistergegenstand? Plus 3? Hier, fangen wir hier. Was macht der denn hier für ein komisches? Kannst du mal vernünftig hier? Wie schön, dass der so viel Kohle hat. So. Wir sortieren nochmal. Aber wieso kann ich das hier denn nicht? Gegenstand ist unverkäuflich. Wieso kann ich die Sachen nicht verkaufen, ey? Da hab ich soll ich mit dem Mist? Ja, was soll ich denn damit? Weg. Drei. Toussaint, Herzog. Ach, da ist er. Das habe ich benutzt. Das habe ich benutzt. Ich glaube, das muss ich mal aussockeln lassen. Knappen Stahlwaffenschwert. Das kann ich eigentlich. Ist jetzt nicht so dolle. Kann ich verkaufen. Was haben wir hier? Herzogwachen irgendwas. Herzog. Toussaint Ritterzeug. Oh, jetzt hat er keine Kohle mehr. Jetzt hat er keine Kohle mehr. Was ist das denn hier? 60. 90. Ja. Okay, wir gehen mal kurz auf Handwerk. Auf reparieren.
So. Verbesserung entfernen. Blender. Ach nee, das ist ausgerüstet. Hier, Toussaint. Genau. Das bekomme ich dafür. Diese Verbesserung wird dadurch zerstört. Was? Escape. Scheiße, das war das Falsche. Ich muss hier den machen. Zerlegen. So. Den zerlegen wir. Der Gegenstand ist irreparabel zerstört. Das ist okay. So. Jetzt hat er wieder Kohle. Toussaint Ritterturnier. Rüstung plus 20, die ist trotzdem doof. Das reicht schon wieder nicht. Er macht ja nichts. Wir haben ja einiges losbekommen. Ich gucke mal, was er hier noch so hat. Ja. Ein paar schöne Sachen hat er ja. Meister Rüstungsreparaturset. Kein Waffenreparaturset. Meisterliches. Das ist schade, denn Rüstung habe ich sehr viel. Waffen dagegen nicht. Orange kann weg. Türkis kann weg. Gelb kann weg. Weiß ist geil. Grau ist auch gut. Blau ist okay, grün ist okay. So. Okay. Danke. Lebt wohl. Viel Glück auf deinem Weg. Juwelenbesetzte Pluderhosen, der letzte Schrei. Meister Hexer, hättest du einfach mehr Zeit benötigt zu sein? Schon wieder? Von Gobberwart und Flipperschleim vielleicht. Was willst du denn noch? Hexer, von Witterns Verderben. Ja, lass mich doch in Ruhe. Danke. Viel Glück auf deinem Weg. Ich dachte, du willst mir irgendwas sagen. Nicht stehen bleiben. Fresse, Mann. So, was ist das denn hier? Und diese Ruine da? Wir gehen mal eben dorthin. Plötzchen, Dankeschön. Kommen Sie mal ran hier. Komm mal ran da, denn sie will ja. So. Speichern hab ich. Nicht so schnell, Plätze. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Ja, bitte. Das kann nichts Gutes heißen.
Lass mal sehen, was hier so am Bach ist. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Jo, bitte. Ah, Philiberts Anweisung. Das hatten wir doch schon. In der Nähe von Mondkrain treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen sich zwar erfahrene Ritter, aber meiner Meinung nach sind sie das nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gilt keine Windmühlen. Diese Bekämpfung. Hä, das hatten wir doch, das hatten wir doch. Diese Nachricht. Irgendwie der gleiche Wortlaut hatten wir doch schon von dem anderen Hansa-Anführer. Ist ja jetzt ein bisschen doof, Mann. Bald gibt es Hexer und Ritter nur noch in Märchen. Wieso das denn? Wie kommst du denn auf den Scheiß hier? So schnell sterben wir jetzt auch nicht aus, ja? Freund. Freund, na, so muss ich hin. So, was macht der denn? Mhm. Der sucht da auch noch ein bisschen rum. Habe ich hier alles? Ich glaube ja, bis auf diese komische Kiste, die an die Luft sprengt. Gut. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir auch schon hier hin. Zu der schönen Markierung. Hey! Immerhin fort mit dir. Hallo? Weiter so, Plätze. Komm jetzt. Was ist das? Los, lauf! Was ist denn das hier? Was zur Hölle ist hier passiert? Ist das ein Steinbruch? Wie lange soll ich noch warten? Er redet mit mir. Noch mehr? Ein paar mehr von den Viechern? Okay. Leute hier wissen vielleicht mehr. Auftrag Rinderwahn. Wir schauen mal. Ah, da, das wird wohl der Auftrag sein. Wir fangen mal hier an. An alle Verkrüppelten. Die Geschichten von fahrenden Rittern sind nicht immer von Ruhm bestimmt, denn oft genug verlieren diese tapferen Recken auch Körperteile. Für alle verkrüppelten Ritter gibt es jetzt Fingerprothesen aus Holz. Nach einem Besuch bei mir in der Werkstatt kann jeder wieder 5 Bier in der Taverne bestellen. Gruber der Holzfinger. Nehmen wir mal. Geburtstagseinladung. Alle, die gerne mit mir anstoßen möchten, sind herzlich eingeladen, am 18. Tag dieses Monats in der Taverne zum Basilisk zu kommen. Am heutigen Tag bin ich 40 Jahre auf dieser Welt, aber bitte denkt daran, dass weder das Essen noch die Getränke auf mich gehen. Geschenke nehme ich aber gern entgegen. Victor, ihr wisst schon wer. Ist klar. So, bekannt machen. Wir kaufen seltsam aussehende Steine, erfahrt mehr über ihren Besitzer. Was? Erfahrt mehr über ihre Besitzer. Mhm. Naturphilosophische Fakultät der Kaiserlichen Armee. Ja. Ach, guck mal, da steht hier schon dran. Das geht aber schnell. Das Ende von Philibert Vierfinger und der
Schreckensherrschaft seiner Hunde. Gute Nachrichten an alle Abonnenten unseres Blattes. Philibert Vierfinger ist tot. Die teuflische Panse von Mord Crane wurde von dem berühmten Hexer Gerald von Riva in die Knie gezwungen. Die Burg wurde der Wache überantwortet. Doch es stellt sich die Frage, war wirklich ein Fremder nötig, um die Angelegenheit zu klären? Wo waren die fahrenden Ritter, als wir sie brauchten? Warnung an alle Pflücker! Wisst ihr noch, wie wir alle immer in den Blessurwald gegangen sind, um Pilze und Beeren zu sammeln? Vorbei sind die Zeiten, als man dort noch die Schönheit der unberührten Natur genießen konnte. Die Wölfe, die heute dort durch den Wald streifen, sind groß wie Esel und wild, als wären sie tollwütig. Tag für Tag gibt es in unserem schönen Herzogtum weniger Orte, an denen man sich sicher fühlt. Wann wird unsere Herzogin sich dieser Sache annehmen? Und jetzt kommen wir zu dem Auftrag, den ich... Was soll das denn da mal? Hallo? Geheimnisvoller Rinderregen, dringend gesucht Spezialist, der das Seltsame und Außergewöhnliche kennt. Die Person muss schnell und zuverlässig sein, Zauber, Druide oder Hexer bevorzugt. Das Problem ist Vieh, das nachts vom Himmel fällt. Das Problem muss schnellstens gelöst werden. Die Arbeiten am Steinbruch müssen weitergehen, da wir Termine einzuhalten haben. Nähere Informationen beim Vorarbeiter des Ardaiso-Steinbruchs. Ich habe gerade eine Vermutung, dass die Rinder so ganz aus Spaß von Philiberts Hanse verschossen wurden mit der komischen was hatten die da für ein Ding? Naja, die große Schleuder. Wie hieß das da eigentlich jetzt nochmal? Mann, ich hab's nicht mehr. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Auf jeden Fall das Ding, womit man große Gegenstände schleudern kann. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass der die Viecher hier rüber schleudert. So einfach aus Spaß. Sag mal, wo sind denn die hier alle? Der ist auch nicht sehr groß, der Steinbruch. Ich habe schon wieder gedacht, ich sterbe. So, Steinbruch gelootet. Wieso kann ich hier nicht speichern? Schön sieht's aus. Ist hier doch schon verdächtig. Tief im Wald, tief Hexer im oder nicht? Im Wald, den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Der Braunbär gerade. Aha. Leute? Schubidubidubidu. Ja, Schubidu. Sei gegrüßt. Ja, warum? Wo ist der Vorarbeiter? Läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Das habe ich schon gehört. Hä? Leute, habe ich einen Wegpunkt. Äh,
Das wäre doch ganz nett. Wenn ich mal diesen ollen Vorarbeiter zu fassen kriege. Wo ist der denn? Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. War ich hier schon? Ich gehe mal dahin. Hallo? Noch ein Arbeiter. Bitte sehr, wir bleiben hier. Männer, wir haben Termine einzuhalten. Los geht's. Sekunde mal. Ah. Wir exportieren Schwerter nach Medina, Ebbing, Nazair, sogar nach Serikanien. Guck mal. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Nee, lass mal. Bist du immer so? Ich bin auf der rechten Seite aufgestanden, wie immer. Mein linkes Bein ist seit dem Unfall gelähmt. Was, wie? Ich habe hier mal gearbeitet, im Steinbruch, bis sich auf einmal ein Stein gelöst hat und auf meinen Fuß gefallen ist. Ach, nee. Tut mir leid, jetzt komme ich mir blöd vor. Ist schon gut. Unfälle passieren hier öfter, das gehört dazu. Hin und wieder bricht sich jemand was, verdreht sich den Knöchel... Oder das Genick. Jo. Das, ja. Ich muss los. Bis dann. So, jetzt mal kurz. Da unten habe ich den Typen wohl gefunden, den ich suche. Hallo. Das ist ein ganz hübscher. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Ah. Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen, einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja. Ja, und was das für eine ist? Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. Aber richtig. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Habe ich schon gesehen. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die.
Es hat sich keiner getraut, den Ku-Kadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Okay. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen, aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Aha. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Ja. Gut. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Gut, wenn noch irgendwas in den Kran gekracht ist, dann wird es wohl... dann hört sich das schon wieder eher nach irgendeinem Dingens angreifen oder... ja. Basilisken oder so. Der die Kuh hat fallen lassen. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin noch korrekt, okay. Ich wollte mich nämlich hier noch eben umschauen. In der Vorarbeit, ja. Autsch. Hoch da. Durst. Gib mir was zu trinken. Grabstein schreiben. So. Verdammter Auftrag. Wir sollten alles freilassen, das wenn ich das so ist, verschwinde. Ich mache es nicht. Wenn das so ist, verschwinde ich. Ich mach es nicht. Kommt nicht in die Tüte. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich schon darum, Leute. Die Frage ist, jetzt machen wir hier, warte mal. Es ist 0 Uhr. Wir warten mal, bis es früh ist. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr, ne, am Tag. Und dann sieht auch alles viel schöner aus. Wir sollten alles fallen lassen, das Gebäude besetzen und auf alles pfeifen. So, an welchem Kran ist jetzt was? Also, hä? Okay, ich gehe da nochmal hoch. Ich gehe mal hier hoch. Wir stecken bis zum Hals in Arbeit. Aber sie mussten sich ja umsaufen. So. Schön, eine kleine Aufgabe zwischendurch. Kommt man hier eigentlich hoch? Sag mal. Nicht so einfach.
Ah, liegt ein Kran.